Warum tut einer der reichsten Menschen der Welt sich eine krasse Bunkeranlage für die Endzeit quasi einrichten? Und jetzt kam in den letzten Monaten raus, dass sehr viele superreiche Leute sich große Bunkeranlagen unter ihre Häuser bauen oder auch woanders hinbauen, also abgelegen von der Zivilisation. Mark Zuckerberg hat sich ein gigantisches Anwesen, so groß wie über 100 Footballfelder, auf Hawaii gekauft. Laut Aussagen von Mitarbeitern kam raus, dass er eine riesige Bunkeranlage sich baut unter diesem Häuserkomplex, wo eigene Pflanzen, also Nahrungsmittel angepflanzt werden, Luftversorgung, also quasi State of the Art vom Allerfeinsten. Und man stellt sich jetzt die Frage, was weiß ein Mark Zuckerberg und andere Superreiche, was wissen die und erschließen daraus für sich, sich riesige Bunkeranlagen zum Überleben zu bauen, sollte wahrscheinlich irgendwas passieren.